Oh, die klammert sich immer sofort irgendwo dran. Stardust ist drin. Juhu, Stardust. Willkommen im Team. Apropos willkommen im Team. Ja, da noch ein Vulpix. Ist einfach Level 40. Ich kann mit Geist normal nichts anfangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es tut mir leid. Thank you.
Ja, jetzt kämpft er auf unserem Niveau. Blizzard. Blizzard anstatt Eiszahn? Weiß nicht. Was sind denn die Werte von dem? Angriff. Spezialangriff. Okay, dann auf Spezial gehen. Dann Eiszahn weg. So, Spezial natürlich. Das ist fast 3, jetzt ist schon gut. Wir boosten jetzt einfach mal alle. Yeah.
So, da setze ich jetzt nur bei bestimmten Pokémon ein. Hügel. Zehn ist sogar das höchste. Ja, wenn das so ist. Weil ich muss sagen, mein Team ist im stetigen Wechsel. Ne? So liebe ich das. So hätte ich es mir gewünscht in deinem Pearl Remake. So, dein Seemotz ist. Es ist doch. Mops. So rund müsste man sein, könnte man sich einfach überall runterrollen lassen. Ne? Mops.
Na, da wird einem bestimmt schlecht bei. Mops! Kannst du mal aufhören? Hör auf, mich runterzurollen! Der hat den Spaß seines Lebens. Hab ich dich. Mobs. Nein! Der Mobs, ich fass es nicht. Unglaublich, dass du bis hierhin gekullert bist. Und du hast also den Weg über begleitet? Danke vielmals. Wenn du das nächste Mal auch bei der Gipfelbasis bist, schau bitte bei mir vorbei. Ich würde mich gerne angemessen bei dir bedanken. Mobs. Willst du dich bei mir bedanken? Na, let's go. Pitlauch muss ich jetzt sammeln wie sonst was. 100 Stück, ne? Dank dir ist mein Seemops wieder unbeschadet zu mir zurückgekullert. Nimm das hier als Zeichen meiner Dankbarkeit. Ein Sonderbaum. Von jetzt an musst du besser aufpassen, wo du hinkullerst, hörst du, Seemops? Und tschüss. Huh, wo ist es denn hin? Mama, nee, nicht doch Seemops. Nein, das mache ich nie nochmal. Ah, schön. So. Du scheinst mit deiner Forschung ja gut voranzukommen. Lass mich mal sehen. Faszinierend. Ich werde deinen Pokédex mit diesen Informationen aktualisieren. Was möchtest du jetzt machen? Ins Dorf zurückkehren. Denn ich hab noch hier... Ich habe jetzt genug Punkte. Genau. Ich habe jetzt genug Punkte für einen Eisstein. Dann entwickle ich noch einen Evoli. Weil Vollipurbe haben wir. Glaciola aber noch nicht. Ja, komm, kann ich das für dich tun? Hast du Pokémon für uns, um die wir uns kümmern sollen? Nö, aber ich brauch mal einen kurz.
Meilenstein Evoli hat sich zu einem Glaciolarwind entwickelt. Station, da steht eine neue Attacke zu. So, Glaciola kann sich jetzt dazu gesellen. Nur ich habe das Schwächste genommen. Egal. Die anderen beiden Evolis, die bleiben hier. So. Weiß, kommst du? Oh, ich bin schon eigentlich schon ziemlich krass gelevelt. Ein bisschen zu gut, würde ich sagen. Na, ein bisschen können wir noch. Wir haben ja da oben auch noch.